Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also ich habe gerade meine Heimatstadt Mahl verlassen und wie ihr im Titel sicherlich schon gesehen habt, bin mal wieder unterwegs nach Schotten zum Outdoor-Treffen. Ja, letztes Jahr bin ich ja den Rhein entlang gefahren und dieses Jahr werde ich durch Sauerland fahren, nicht komplett. Ich sage jetzt mal, heute geht's erstmal Richtung Möhnesee, morgen dann Winterberg und vom Winterberg aus fahre ich dann Richtung Osten, bis ich an der Fulda bin. Dann die Fulda runter bis Schlitz und da geht es dann auf den Vulkanradweg, der in den Vogelsberg fährt. Mein Gott. Durch Erkenschwick bin ich jetzt gerade durch. Jetzt geht es erstmal Richtung Schiffshebewerk, Richtung Henrichenburg. Aber vorher komme ich hier erst noch durch Horneburg. Und dann wird es Richtung Lünen weitergehen. Ja, Samstagmorgen noch leicht verschlafen hier. Auch ein nettes Örtchen. Jetzt komme ich hier am Schiffshebewerk Henrichenburg vorbei und dann geht es jetzt gleich ein kleines Stückchen am Kanal entlang. Aber nur ein kurzes, wenn ich mich nicht irre. Ja, der Kanal ist da links von mir. Allerdings ist da der Radweg ziemlich grob geschottert. Da würde ich jetzt mit dem ganzen Gepäck ganz schön durchgerüttelt werden. Und hier ist eine schön glatt geteerte Straße. Dann nehme ich lieber die. Und war gerade auch die richtige Entscheidung, weil das ist ein ziemlich schmaler Weg da oben. Und da sind natürlich am Samstagmorgen auch jede Menge Angler, die dann da sitzen. Dann kann man besser hier unten fahren. So, Henrichenburg und somit auch Datteln habe ich jetzt hinter mir. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal grobe Richtung Lünen und dann gucken wir mal. Castrop-Rauxel lasse ich jetzt rechts liegen und da stand gerade ein Schild Dortmund noch 18 Kilometer. Und ich denke mal, wenn ich Dortmund dann hinter mir habe, wird es dann auch ruhiger werden. Da bin ich dann auch froh. Ja, durch Waltrop bin ich jetzt durch. Und jetzt geht es erstmal am Dortmund-Hamm-Kanal weiter. Dortmund-Hamm-Kanal, da war ich auch noch nicht. Also,
Ja, das Tolle ist ja, wenn du so eine Radtour zu Hause startest, die Gegend wird immer unbekannter, unbekannter. Ja, und irgendwann bist du dann wirklich da, wo du vorher noch nie warst. Und das finde ich ganz spannend. So, Stadthafen Lünen wäre jetzt erreicht. Dann wird das nächste wohl Dortmund sein. Preußenhafen Lünen. Seepark Lünen. Ja, Komoot hat mich echt gut durch Lünen hindurch gelotst. Hinter der Kamera sind die letzten Häuser von Lünen. Ja, jetzt denke ich mal, wird es Richtung Dortmund-Unna gehen, bevor es dann irgendwann nach rechts ins Sauerland geht. Aber scheinbar erstmal hier über die Felder. Nicht schlecht. Jetzt geht's hier schon die ganze Zeit entlang der Seesäcke. Ja, und so wie es ausschaut, geht gar nicht Richtung Dortmund, sondern Richtung Cham, Berchtesgaden. Sollen wir auch recht sein. Ja klar, muss ja auch weiter Richtung Unna. Also halt weiter östlich. Ich bin immer noch an der Seesäcke unterwegs. Die versteckt sich da links hinter den Bäumen. Ich habe gerade eine Autobahn unterquert. Ich denke mal, es wird die A2 sein. Ja, die ersten 40 Kilometer, die habe ich im Sack. Bin jetzt so 2,5 Stunden unterwegs. Ist ein guter Schnitt. Bin ich mit zufrieden. Ich denke mal, der Schnitt, der wird sich sowieso gleich verlangsamen, weil gleich geht es ins Sauerland und dann kommen auch die Höhenmeter. Ich denke mal, jetzt habe ich das Ballungsgebiet hinter mir. Dann werde ich jetzt so Grenze Soesterbörde Sauerland sein. Ja, mittlerweile bin ich auch schon ganz schön geklettert. Schon einige Höhenmeter geschafft. Und da geht's gleich weiter. So, und dann überquere ich einmal den Möhnesee und dann bin ich auch schon fast da am Campingplatz.